In Norddeutschland gibt es ein Sprichwort, das da lautet, wenn die See rau ist, wird der Dreck nach oben gespült. Und offenkundig war die See in den letzten Jahren ziemlich rau, denn da ist ja wahnsinnig viel Liquidität durch die Notenbanken reingeflossen und das hat alle Boote gehoben und es hat vor allem jene Boote gehoben, die eigentlich ziemlich schlecht gebaut sind, die relativ wenig Sicherheit bieten. Und jetzt haben wir eine hawkische Wende durch die Fed, nicht nur Aussagen von Ballard, von Waller, von Williams, sondern eben auch von Jerome Powell und Lyle Brainard, die jetzt Nummer 1 und Nummer 2 sein werden bei der Fed, die klar gemacht haben, Inflationsbekämpfung ist das oberste Gebot jetzt. Und das wird bedeuten, dass die Zeiten für manchen Junk, für manchen Schrott eben deutlich schwieriger werden. Deswegen vielleicht gar keine schlechte Idee, diesen Junk mal aus den Depots zu entfernen. Also Werte, die fundamental überhaupt nichts auf die Waage bringen, aber hochgepusht wurden eben durch Liquidität oder durch Wall Street Bets oder Reddit Foren. Warum auch immer, weil man eben Spaß hatte, die Dinge nach oben zu jessen, aber das wird jetzt wohl in nächster Zeit deutlich schwieriger. Schauen wir uns zunächst mal das gestrige Geschehen an. Erneut gestern, Growth besser performt als Value. Wir sehen hier oben Growth. Dow Jones etwa hat sich deutlich besser gehalten als der Nasdaq. Und wir sehen, die Durchschnittsaktie im S&P 500 ist jetzt plus 0,15%. Aber die 50 Aktien in dem S&P 500 mit dem höchsten Price-to-Sales-Ratio sind durchschnittlich 3% im Minus. Das heißt, alles, was zu teuer ist, was fundamental nicht gerechtfertigt ist, das wird jetzt anders gesehen. Jetzt ist plötzlich wieder eine Unterscheidung da zwischen Qualität und weniger Qualität und Schrott, und genau das ist jetzt eben Ausdruck dieser hawkischen Wende, die beginnt sich jetzt in den Köpfen ein bisschen festzufahren. Wir sehen auch hier etwa Value unten in dem Chart gegen Momo, also praktisch gegen Momentum Aktien, gegen das, was einfach gut läuft, weil es gut läuft, und das hat auch zu tun mit eben dem Geschehen an den Anleihenmärkten. Die Renditen gehen nach oben und das wird diese Werte unattraktiver erscheinen lassen. Und einer derjenigen, die besonders im Fokus sind, sind Cathie Wood, denn vor allem unprofitable Tech-Unternehmen mit großen Zukunftsversprechen, aber wenig Einlösung in der gegenwärtigen Realität, die sind ja sehr, sehr gut gelaufen, aber in diesem Jahr schon nicht mehr so. Wir sehen jetzt, dass wir etwa beim ARK Innovation ETF von Cathie Wood, meiner zweitbesten Freundin, dass wir hier jetzt in Relation ARK zum S&P 500 bei minus 17,27% stehen. Also der ARK von Cathie Wood hat sich deutlich schlechter entwickelt als eben der S&P 500. Oben sehen wir die Performance seit Jahresbeginn und hier unten sehen wir mal, wie sozusagen das jetzt sich verhält zum S&P 500, in Relation zum S&P 500. Und die gute Cathie Wood vertritt ja genau diese Philosophie, die nur dann funktioniert, wenn eben Liquidität massiv im Markt ist, wenn alle Boote gehoben werden, wenn Preise bezahlt werden, die schon JWD sind, dann ist jemand wie Cathie Wood ein Superstar, aber vielleicht ist die Zeit jetzt abgelaufen, wo diese Dinge wirklich gut funktionieren. Schauen wir uns mal so ein paar Werte an, da sehen wir PayPal minus 19% im November, Alibaba ist mit Sicherheit kein Schrott, aber auch 19%, aber Robinhood minus 21%, der Broker Zoom minus 25%, BYND minus 25% und. Also da ist einiges. Peloton ist hier stark unter Druck. Also all das, was so massiv gehypt wurde, das ist jetzt eben nicht mehr so hübsch. Und dann eben diese hirnfreien Aktien wie GameStop oder AMC, wo null fundamentale Basis vorhanden ist, aber viel Zockerei, eben Wall Street Bets, Reddit Foren, da ist das nach oben gejazzt worden. Jetzt geht es aber ziemlich systematisch nach unten. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze enden wird. Das gilt ein Stück weit auch für Kryptowährungen. Da dürfte auch der Hype ein bisschen entweichen. Jetzt gucken wir uns mal die Märkte an, mal vor allem den Nasdaq 100. Was wäre denn, wenn es die Apple-Aktie nicht gegeben hätte, die ja bekanntlich sehr stark gestiegen ist? Dann hätte der Nasdaq 100 11% weniger Performance gemacht. Würde es die Aktien Apple, Microsoft und Google nicht geben, hätte der Nasdaq 100 30% weniger Performance gemacht. Und die 7 Aktien Apple, Microsoft, Google, Amazon, Tesla, Nvidia und Gesichtsbuch sogar minus 52%. Also es sind die großen Werte, die das Ganze gehalten haben. Wir haben
schon vor dieser hawkischen Wende durch die Erklärungen von Paul und Brainerd, die ich gestern im Marktgeflüster habe vorlesen dürfen, haben wir schon gesehen, dass die Zahl jener Aktien, die im Nasdaq ein 52-Wochen-Tief erreichen, so hoch ist wie seit dem Corona-Crash im März 2020. Nicht mehr. Also da hat es schon unter der Oberfläche ein bisschen gebröckelt. Hier sehen wir mal jetzt die Gewichtung dieser Top 5 Aktien im S&P 500. Die ist mit 23,5% so hoch wie nie. Das heißt, solange die sich halten, ist der Gesamtmarkt, sind die Indizes auch noch einigermaßen am Start. Hier sehen wir mal, dass da irgendwie jetzt eine Entscheidung fallen kann. Wie gesagt, Value läuft besser, Growth läuft schlechter, vor allem unprofitabler Growth läuft bescheiden. Hier sehen wir, dass wir da jetzt in einer entscheidenden Situation wohl sind beim S&P 500. Heute ja der letzte komplette Handelstag. Nochmal, wenn wir uns übergeordnet jetzt mal die Bewertungen und die Erwartungen anschauen, dann sehen wir hier today haben wir eine Erwartung, Wachstumserwartung von 19%. Das übertrifft bei weitem die Tech-Bubble und die Situation kurz vor der GFC, also vor der Great Financial Crisis, which is the crisis, Real Estate Crisis in the US, also Platz in der Immobilienblase. Und wir sehen, dass normalerweise dann in den nächsten 12 Monaten das Outcome, also die Performance, nicht so wahnsinnig gut ist. Es ist ja bekanntlich die beste aller Welten, vor allem der Liquiditätswelten, inzwischen eingepreist. Und so sind wir bei 208% US Market Cap to GDP, also Marktkapitalisierung zu Bruttoinlandsprodukt. Noch ein paar interessante Dinge von der Wall Street gestern. Dollar Tree, jetzt Dollar 1,25 Tree, da hat man praktisch die Preise angehoben um 25%, so ziemlich alles wird jetzt 1,25 Dollar kosten. Vorher kostete alles ja 1 Dollar, daher der Name. Gestern ein ziemliches Massaker, by the way, bei Einzelhändlern. Best Buy, da hat man gesagt, wir haben wahnsinnig viel Diebstahl, das belastet die Aussichten. Dann hatten wir Gap mit schwachen Zahlen, Nordstrom mit schwachen Zahlen. Also da ist ein ziemliches Massaker passiert bei diesen Einzelhandelswerten. Wir hatten dann die sehr tiefgehende Rede von Joe Biden, der hier die Aussichten der Wirtschaft besprochen hat, gesagt hat, wie toll denn alles jetzt gelaufen ist und dass man gegen die hohen Spritpreise wird angehen wollen. Dann zum Beispiel sagt, ja, Ölpreis 10% gefallen, aber sie haben null davon an der Tankstelle gemerkt, die bösen Anbieter, da müssen wir was machen. Und das war schon ein bisschen manchmal, naja, etwas senil wirkend. Er hat dann zum Beispiel von diesem Teleprompter abgelesen und dann auch vorgelesen, end of quote, also Anführungszeichen zu. Da sieht man, dass da vielleicht kognitiv manches nicht mehr ganz immer der Fall ist. Heute, wie gesagt, letzter Handelstag, letzter vollständiger Handelstag dieser Woche. Morgen ja Thanksgiving, am Freitag dann ein halber Handelstag bis 19 Uhr deutscher Zeit. Heute haben wir GDP nochmal aus dem dritten Quartal. Das ist aber dann keine Erstveröffentlichung. Consumer Spending, das wird interessant. Aufträge langlebiger Wirtschaftsgüter, Erstanträge, dann Michigan Consumer Sentiment, das ja zuletzt so eingebrochen war, ist allerdings die finale Veröffentlichung, die neuen Hausverkäufe. Und wir haben dann noch das FOMC-Protokoll, das allerdings war vor der hawkischen Wende, deswegen ist die Frage, wie ausdrucksstark. Hier sehen wir nochmal Sid Donald, sehr, sehr dovish unterwegs mit einer Taube, also, mein, da war er noch jung, gell? Und vielleicht interessant noch, wenn wir jetzt mal uns global die Sache anschauen. Indonesien hat jetzt gesagt, okay, wir werden unsere Bauxitexporte nächstes Jahr stoppen und auch unsere Kupferexporte und unsere Tin-Exporte. Also das ist jetzt vielleicht so etwas, was auf uns zukommen wird. Bauxit, sehr, sehr wichtig für Aluminiumherstellung, Magnesium, sehr, sehr wichtig für Verarbeitung, für Legierungen von Magnesium. Und, das sind also Dinge, die möglicherweise jetzt mal darüber hinausweisen, dass wir hier massive Probleme bekommen, eben durch die Rohstoffzufuhr, wo dann bestimmte Länder sagen, die diese Rohstoffe haben, so, na, das ist für uns strategisch extrem wichtig, deswegen werden wir da nicht mehr oder weniger exportieren. Kommen wir nach Deutschland, meine Damen und Herren, hier geschieht Interessantes. Nach meiner Auffassung ein Gamechanger, der heute eintritt, dazu gleich mehr. Wir sehen heute, im IFO-Index kommt um 10 Uhr, zuletzt ja immer wieder abgesackt, viermal in Folge jetzt gefallen. In dieser Woche fällt die Entscheidung, wer neuer Bundesbankchef oder Chefin wird, Isabella Schnabellina oder Marcello Fraccherino Masturbiani. Das ist die Frage, wer es werden wird. Der Marcello wäre natürlich sehr traurig. Das ganze Geschleime wäre umsonst gewesen in den letzten Jahren, wenn es nicht würde.
Vielleicht spricht er dann mal Klartext, man weiß es nicht. Und jetzt kommt das, was nach meiner Fassung ein mentaler Gamechanger in der Bevölkerung sein wird. Das neue Infektionsschutzgesetz tritt ab heute in Kraft. Das wird bedeuten, dass Arbeitnehmer etwa nur auf das Betriebsgelände kommen, wenn sie entweder geimpft, genesen oder frisch getestet sind. Das muss ein tagesaktueller Test sein. Der kann möglicherweise in manchen Betrieben dann in dem Betrieb gemacht werden oder an den Toren des Betriebs, in vielen aber nicht. Das heißt, man muss dann einen tagesaktuellen Test mitbringen oder eben einen PCR-Test, maximal 48 Stunden alt. Das wird das Leben für die Ungeimpften massiv erschweren und das wird Proteste hervorrufen. Die Arbeitgeber müssen das nämlich kontrollieren, die müssen Listen führen, das müssen sie wiederum melden. Und dann ist vor allem relevant, dass wenn zum Beispiel Ungeimpfte keinen gültigen Nachweis haben über Test, oder eben, dann kann der Arbeitgeber eben sagen, wir zahlen dir nichts, man braucht keine Vergütung zu zahlen, da der Arbeitnehmer keine Arbeitsleistung erbringen kann. Das ist das, was bei Bayern München ja so ein bisschen passiert ist mit Kimmich, mit, wer weiß, Musiala, Gnabry, all diese Leute. Und jetzt ist es sogar so, wenn der Arbeitnehmer sich partout weigert und für einen längeren Zeitraum, dann hat er im Rahmen seines Arbeitsvertrages keine Arbeitsleistung mehr angeboten und kann dann fristlos gekündigt werden. Also ich weiß nicht, ob den Leuten so klar ist, was das jetzt bedeutet. Das wird nochmal die gesellschaftliche Spaltung wahrscheinlich verschärfen. Ich persönlich bin gegen eine Impfpflicht, weil ich das Recht auf Unversehrbarkeit des Körpers sehr, sehr hoch anrechne, auch wenn ich doch denke, dass eine Impfung Sinn macht. Ich weiß, das sehen viele anders. Hier sehen wir allerdings Corona-Infektion der über 60-Jährigen. Wir haben es also mit einer Pandemie der Alten zu tun, wenn man so will, vor allem mit einer Pandemie der Alten zu tun. Wir haben zwar neue Rekordzahlen, aber das Wachstum nimmt ab. Das ist zumindest ein Hoffnungszeichen. Ja, meine Damen und Herren, das war es schon. Das wollte ich Ihnen mitteilen. Wir haben heute mit diesem Infektionsschutzgesetz einen gewissen Gamechanger. Was die mentale Situation in Deutschland betrifft, das werden viele gar nicht auf der Latte haben. Jetzt erstmal werden vielleicht heute dann zur Arbeit kommen und dann, buh, was ist denn nun los? Das wird massive Konsequenzen haben und ich glaube, dass wir eine Hinwendung hin zu Qualitätsaktien sehen werden, hin zu fundamental guten Aktien, raus aus Schrottaktien wie GameStop und Konsorten, und ich wünsche jetzt einen wunderbaren Start in diesen Tag und sage Servus und Ciao.